Was bist du bereit zu opfern? Für etwas, für eine Idee, für eine andere Person, was bist du bereit aufzugeben? Im Prinzip zu opfern für andere Ziele, für andere Menschen, für Wohlstand anderer Menschen. Muss dein Leben irgendwelche Bedingungen erfüllen, damit du bereit bist, etwas zu opfern? Oder muss dieser Opfer irgendwelche Bedingungen erfüllen, damit du bereit bist, diese Opfer zu erbringen? Gibt es irgendwelche Bedingungen allgemein, die in deinem Kopf passieren sollen oder in deiner Umgebung passieren sollen, die dir erlauben würden, ein Opfer zu bringen, unabhängig von der Größe dieser Opfer? Ein paar Gedanken dazu und auch eine politische Idee, die aktuell ist, die auch zu aktuellen Zeiten passt, werde ich in diesem Video ansprechen. Politische Idee wird am Ende sein. Lass uns anfangen. Aber natürlich, bevor wir anfangen, muss ich dir sagen, dass es Yuri Experience ist und hier teile ich meine verschiedenen Meinungen zu verschiedenen Themen. Ich mache aktuell ein Video pro Woche montags und wenn dir dieses Video gefallen wird, bitte drück den Like-Button, ansonsten kannst du auch gerne den Kanal abonnieren und du kannst einen Kommentar hinterlassen über Opfer machen, über sonst was. Solche Sachen halt. Lass uns anfangen. Laut meinem Wissen, Opfern, also Terminologie, kommt noch aus diesen Zeiten, wo wir Opfer für Götter erbringen müssten. So, halt irgendwelche Tiere schlachten und dann die ins Feuer werfen und heilige Zeus, bitte töte mich nicht. In aktuellen Zeiten gibt es nicht nur Assoziationen halt mit Zeus und bei bestimmten Menschen gibt es allgemein nicht mehr diese religiöse Assoziation, aber mehr intermenschliche Assoziation. Etwas für andere Menschen opfern, für andere Gemeinden oder halt für Menschen, die einem nahe sind. Und normalerweise opfern bedeutet etwas aufzugeben, was für einen auch nicht von Nutzen wäre. Also du kannst es schon benutzen, es könnte für dein Leben vorteilhaft sein, aber du bist bereit, das aufzugeben, sogar fast in Richtung von Altruismus. Du bist bereit, es aufzugeben, weil wieso auch immer du das für richtig und wichtig hältst. Ich glaube, die meisten von uns setzen sich selbst ein paar Fragen, während wir uns entscheiden, ob wir Opfer erbringen wollen oder nicht. Und diese Fragen setzen wir uns bewusst und unbewusst. Und die erste Frage ist, wie wichtig ist es für mich? Muss ich diese Opfer für wichtige Menschen erbringen? Die Menschen, die für mich wichtig sind? Muss ich diese Opfer für wichtige Ziele erbringen, für wichtige Ideen, für etwas, was für mich wichtig ist? Oder sind diese Opfer etwas, was für mich eigentlich nicht so relevant ist? Ist es für mich wichtig, ist es für mich unwichtig? Wie wichtig ist es für mich? Bin ich bereit, für dieses Ziel 1 Million Euro aufzugeben oder 1 Euro, einen Apfel zu schenken? Das war's, reicht. Und die zweite Frage, die wir uns meiner Meinung nach stellen, ist, wie wahrscheinlich ist das Erfolg? Also wie wahrscheinlich ist es, dass unsere Opfer irgendwelche Verbesserungen verursachen? Wie wahrscheinlich ist es, dass mein Opfer das Leben der anderen Menschen, anderen Gemeinden, der Welt verbessert? Weil ich glaube, wir opfern nicht gerne etwas, was wir brauchen, einfach so, einfach aus Spaß und Freude. Wir wollen schon, dass es zu etwas führt, dass es zu einer Verbesserung am besten führt. Und das bringt mich zu einer kleinen so Nebenfrage, die mit der zweiten verbunden ist. Wie gefährlich ist es für mich? Weil es ist einfach schon, irgendein Opfer zu bringen, welche für einen nicht gefährlich ist, wenn man das einfach so machen kann und man wird dadurch nicht benachteiligt. Aber wir sprechen von einer komplett anderen Situation, wenn durch dieses Opfer bekomme ich Probleme. Kann ich sterben? Kann meine Lebenssituation sich drastisch negativ verändern? Da ist im Prinzip mehr auf dem Spiel. Ich opfere das, vielleicht auch für ein gutes Ziel, aber es kann sein, dass ich danach richtig leiden werde. Ist es mir wert? Ist eine Frage, die sehr kontextual abhängig ist. Ein paar kleine Beispiele. Beispiel Nummer 1 ist Spenden. Spende ist ein gutes Beispiel von Opfern, etwas für andere Menschen. Man gibt etwas ab, sei es Zeit, Geld, vielleicht irgendwelche Besitzsachen, irgendwelche Klamottenstücken zum Beispiel, welche man nicht unbedingt selbst stark noch braucht, aber von welchem andere Menschen sehr stark profitieren können. Wir verursachen etwas Gutes in der Welt und deswegen tun wir das auch gerne. Wir spenden gerne, soweit wir selbst davon nicht zu benachteiligt werden. Also wenn man durch die Spende selbst schon kein Geld zum Essen hat, dann ist es irgendwie nicht mehr zielführend und dann sind die Menschen auch weniger bereit, Geld zu spenden, wenn sie selbst nicht so viel Geld haben. Halt. Wie kann ich spenden, wenn ich selbst nichts zu essen habe oder wenn ich selbst für mich keine Klamotten leisten kann? Das ergibt keinen Sinn. Ein anderes kleines Beispiel, Beispiel Nummer 2, ist Kinder. Und zwar Zeit für Kinder opfern. Weil am Ende des Tages,
es ist schon empfehlenswert, für Eltern Zeit, Kinder zu geben. Aber die Zeit ist eine endliche Ressource. Das hat man nicht unendlich viel. Das bedeutet, man muss irgendwo sonst Zeit nehmen und das in Kinder investieren. Das ist auch sinnvoll. Versteht mich nicht falsch. Das ist das, was in Augen der Gesellschaft, der Psychologen auch zu Elternsein gehört. Was aber bedeutet, dass die Eltern etwas aufgeben müssen. Hobbys. Weil diese Hobbys zu viel Zeit oder Geld verlangen. Vielleicht Abendtreffen jeden Freitag mit Freunden. Weil jetzt muss ich da ein Märchen meinem Kind lesen. Und das ist wichtige Interaktion zwischen mir und meinem Kind. Und deswegen muss ich eine andere Interaktion opfern. Aber jetzt zu einem großen Beispiel und im Prinzip die Inspiration für diesen Video, für dieses Video. Und das ist ukrainisch-russischer Krieg. Ich glaube, das ist keine so riesige Überraschung. Und da wurde öfter darüber gesprochen, dass Menschen in Russland, also die Russen, oder halt russische Bevölkerung, lassen das so formulieren, sie könnten tatsächlich ein bisschen besser was machen, damit der Krieg nicht stattfindet. Oder wenn der Krieg angefangen hat, dass der Krieg nicht weiterläuft. Also irgendwie abbremsen. Auf die Straßen gehen, vielleicht Revolution starten, irgendwie Machtstrukturen zerstören, wie auch immer, was auch immer. Wir sagen doch, wieso macht ihr das, Russen, nicht? Ihr könntet doch. Und für mich ist die Frage, wie fair ist es, von Russen das zu erwarten? Weil am Ende des Tages, A, man soll Zeit haben, um auf Revolution zu gehen, sozusagen. B, man soll das auch mit seinem Gewissen vereinbaren, weil Revolutionen sind öfter nichts Nices und da sterben Menschen. Und C, man hat Gefahr für sich selbst. Man kann selbst sterben bei Revolutionen oder halt die Familie kann irgendwohin nach Sibirien geschickt werden. So, vielleicht jetzt nicht mehr, aber noch vor kurzem war das in Russland tatsächlich der Fall. Oder halt man kommt selbst in den Knast, weil man etwas Falsches gesagt hat, Falsches gezeigt hat, Falsches sonst was gemacht hat. Deswegen, wie fair ist es von normalen Menschen zu erwarten, dass sie halt etwas machen, was höchstwahrscheinlich übrigens nicht mal zu einem Erfolg führt. Weil über Proteste habe ich schon ein paar Videos sogar gemacht und ich habe gesagt, in meiner Meinung, Proteste sind nicht so wirksam, zumindest in aktuellen Zeiten. Deswegen habe ich auch sofort Revolution gesagt. Aber Revolution ist nichts, was man so einfach anfangen kann. Das ist ein riesiger Prozess, wie mit viel Gewalt, mit verschiedenen Ideologien. Und es gibt in Russland genug Menschen, die pro aktuelle Macht sind, nicht gegen. Was bedeutet, die endgültige Frage ist, wie fair ist es von Menschen, von normaler Bevölkerung zu erwarten, ihr normales Leben abzugeben für das Wohl Menschen in einem anderen Land? Und ich würde sagen, und was ist über Ukrainer? So, die Menschen in der Ukraine leiden. Die sterben und können halt nicht vernünftiges Leben führen, weil der Krieg aktuell stattfindet. Und was ich euch sagen kann, ja, das ist der Fall. Ich sage nicht, dass das das Richtige ist, was von russischer Bevölkerung teilweise gemacht wird oder gemacht wurde. Das sage ich nicht. Ich sage euch aber, wie fair ist das von denen zu erwarten, sowas zu tun. Während Nazi-Deutschland-Zeiten gab es ziemlich viele Mitläufer. Also die Menschen, die einfach ihr Leben normal führen wollten. Einfach von Tag zu Tag zu überleben und das Leben Pi mal Daumen genießen. Einige Menschen in Deutschland nicht mal wussten, was passiert und die anderen wussten zwar oder halt könnten das behaupten, aber sie haben entschieden, das zu ignorieren. Weil etwas dagegen zu sagen, zu den Zeiten war halt kritisch. Da konnte man sterben, da konnte man in den Knast kommen, da konnten verschiedene Sachen mit dir passieren. Deswegen sehr viele Menschen und Wissenschaftler behaupten, es ist kompliziert, den Menschen von damals was vorzuwerfen, weil die sehr viele Menschen jetzt würden sich nicht anders benehmen. Wir wissen, dass Nazi-Deutschland existiert hat. Wir wissen, wie es war. Aber trotzdem würden wir, sehr viele von uns, sich nicht anders in aktuelle Zeiten benehmen. Weil am Ende des Tages, es ist kompliziert, sehr kompliziert, solche riesige Opfer zu erbringen für möglicherweise keinen Vorteil für die Welt. Also man kann möglicherweise selbst sterben oder selbst Lebensqualität richtig verschlimmern und es wird nicht mal was passieren. Es war ein Opfer umsonst. Es ist kompliziert, das zu machen. Und deswegen finde ich auch, dass es unfair ist, das von anderen Menschen zu erwarten. Dass halt andere Menschen sollen das tun. Weil ich würde an eurer Stelle zuerst in den Spiegel gucken und sich selbst fragen, wäre ich bereit, das zu tun? Würde ich nicht weglaufen?
würde ich den Widerstand leisten und das sofort tun. Weil ich glaube, ich bin stark davon überzeugt, dass sehr viele von euch können mehr reden, was das angeht, als tatsächlich tun. Ich weiß bei mir, ich würde höchstwahrscheinlich aus Russland ausziehen, würde ich jetzt in Russland wohnen, was auch sehr viele von meinen Freunden gemacht haben. Aber ich würde höchstwahrscheinlich nicht mein Leben riskieren für solche Sachen. Ich weiß nicht, wofür ich bereit bin, mein Leben zu riskieren, bin ich ehrlich. Ich habe öfter darüber nachgedacht und ich bin noch nicht bereit, das mit euch zu teilen, wofür ich bereit bin. Aber was mir bewusst ist, so wie ich denke, denken nicht nur ich. Es denken viele Menschen genug, wie ich schon gesagt habe. Sehr viele Menschen sind aus Russland ausgezogen. Sehr viele Menschen sind aus der Ukraine ausgezogen. Auch sehr viele Menschen, die das theoretisch nicht dürften, sind aus der Ukraine ausgezogen. Es gibt genug Opportunisten. Aber wie erwarten diese hohe moralische Standard von Russen? Schon wieder, ich rechtfertige aktuelle Situation nicht. Ich sage euch nur, bevor ihr mit Finger zeigt, zeigt mit einem Finger auf sich selbst und guckt in den Spiegel, überlegt euch ganz gut, wofür ihr bereit seid zu sterben. Und danach könnt ihr auf andere Menschen Finger versuchen zu zeigen. Das war's, ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat. Wenn es der Fall ist, bitte drück den Like-Button, ansonsten kannst du auch gerne Kanal abonnieren und du kannst Kommentare hinterlassen zu Opfer, zu einem Krieg, zu irgendwelchen anderen Themen. Aber bitte nicht aggressiv, nicht sehr stark politisch werden. Ihr wisst schon, Kanal ist nicht darüber. Ansonsten, ja, schöne Woche euch und wir sehen uns nächsten Montag. Tschüss!